Zündstoffe versucht Material zu vermitteln, was sonst weggeschmissen werden würde. Also das kann zum Beispiel Material sein, was Firmen übrig haben. Das wird dann an Kulturschaffende vermittelt, an Kindergärten, an Schulen, an Behindertenwerkstätten, an Theater zum Beispiel. Aber Privatpersonen können sich auch auf der Plattform informieren und könnten dann im Materialvermittlungslager stöbern. Zündstoffe liefert gesellschaftlichen Mehrwert im Bereich Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall, also Restmaterialien weiter nutzen, denen ein zweites Leben verschaffen und im Bezug auf die Plattform eben ganz groß der Open-Source-Ansatz. Also das zur Verfügung stellen, was wir geschaffen haben, um damit das andere relativ einfach nutzen können und es eben auch durch eine Community weiterentwickelt werden kann. Open Source liegt in unserer DNA als Firma. Also wir engagieren uns auch in anderen Open Source Projekten und verdienen damit auch tatsächlich Geld. Also Geld verdienen und Open Source schließt sich nicht immer aus. Und es ist auch ein Weg, als Unternehmen was zurückzugeben. Und gerade mit unserem 10-Jahres-Ziel, also wir wollen halt Projekte, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben, da irgendwie was bewegen und voranbringen. Und da ist es das Beste, na, in dem Bereich, wo wir Experten sind, nämlich in diesem Digitalisierungsbereich, da zu unterstützen und da auch eine Entwicklung anzubieten. Zündstoffe trägt zur Nachhaltigkeit herbei, weil es im Material das Leben verlängert. Also Material, was vorhanden ist, kann wieder und weiter verwendet werden und geht eben nicht gleich in die Tonne und wird teuer entsorgt. Die Menschen müssen nicht neu einkaufen, sondern können auf bestehendes Material zurückgreifen und daraus neue, innovative, schöne Sachen machen.